kommt ein Spitzenspiel auf uns zu. Ich denke, das wird ein interessantes Spiel für die Fans, auch für beide Mannschaften. Jetzt wieder gut. Also ich konnte halt die Vorbereitung auch nicht richtig durchziehen, weil ich muskuläre Probleme hatte. Aber jetzt merke ich immer wieder, dass es von Tag zu Tag besser wird und ich fühle mich wieder fit. Ich mache das jetzt hier nicht an einem Spiel aus. Die haben jetzt ein Spiel gehabt, da kann man nicht gleich davon reden, dass sie einen schlechten Start gehabt haben. Sowas kann man sagen, wenn man 3-4 Spiele vergeigt, aber nach einem Spiel, ich denke, dass Bielefeld gegen uns ein ganz anderes Gesicht zeigen wird. Und das wird sicherlich ein hartes Spiel für uns. Es gibt keinen großen Vorteil, weil ich denke, dass die Bielefelder nach der Niederlage natürlich zeigen wollen, was sie für eine Spitzenmannschaft ist. Die werden ganz anders auftreten gegen uns als wie in Köln. Wir haben sicherlich den Vorteil, dass wir die letzten zwei Spiele gewonnen haben, dass wir diese positive Ergebnisse mit rübernehmen können. Aber mehr ist es dann auch nicht, weil letztendlich entscheidet dann an den Spieltag auch die Leistung, die jede Mannschaft bringen kann. Wir haben viele Spielzüge trainiert im Winter und in Halle hat man das leider noch nicht so richtig sehen können, aber dafür gegen Chemnitz haben wir wirklich stabil hinten gestanden, offensiv auch sehr gut alles gemacht und ja, ich bin eigentlich gut vorbereitet mit der Mannschaft gegen Bielefeld. Bielefeld hat schon meiner Meinung nach ein bisschen mehr Qualität als viele andere in der Liga. Jetzt auch die Winterverstärkungen. Aber trotzdem ist ein Spiel, was ganz schwierig sein wird. Und wir müssen einfach an die Leistung anknüpfen von Chemnitz. Und dann denke ich mir, dass das auch gut aussehen wird. Wir werden uns hier auf unsere Trainingseinheiten konzentrieren. Wir werden hier ein klares System anbieten, was wir durchziehen wollen. Und dann werden wir sehen, wie viele Punkte wir da ergattern können.